wenn irgendwo ein Telefonzimmer Telefonzelle ist, schreist du mal kurz, ne? Du wartest. Come on, everybody! Irgendwo müssen doch hier Telefonzellen sein. Hier steht auch keiner rum. Jetzt donner ich hier durch die Gegend und suche eine Telefonzelle oder wie oder was? Telefon! I need a Telefon! Ha! I have a Telefon! Ach Quatsch, falscher Knopf. Come on everybody! Komm mal raus hier, Tante! Verzeihung! Ja, Domingo! Hallo! Leg auf und verschwinde! Ach, Mensch, Tür verpasst. Very großes Problem. Hallo, ich drück nach oben. Ach so, muss Enter drücken. Gut, muss man ja wissen, ne? Eddie, ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, dass plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Nee, leider nicht. Ihr seid mit ein paar Halbstarken fertig geworden. Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe zwei Riesen für die Karre bezahlt und will sie wiederhaben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Dereks Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen zwei Gangs aussehen. Mhm. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Mhm. Geht klar, Eddie. Keine Sorge, wir machen das schon. Oh oh, wenn ich schon höre, wir treffen keine... Wir uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die zwei Riesen zurückhaben will. Scheiße, glaubst du, wir können aus den Typen zwei Riesen rausprügeln? Keine Ahnung, mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Darf ich jetzt mal bitte? Das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Wenn ich schon höre, keine Schießerei, ne? Was könnte das bedeuten? Da knallt's doch mit Sicherheit. Naja. Da rein. So, dann wollen wir mal zum Crazy Horse. Rum, einen schönen Sound hat er ja. Kann man ja nicht schmecken. Am Telefon stinksauer. Schöne Kratzer hat er auch. Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von 2000 Dollar aus dem Arsch. Das will ich sehen. Dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Na, Kohle verdienen. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Jetzt soll ich wieder den ganzen Weg zurück. Och Mann. Der Tank ist fast alle. Demnächst mal mit der Karre tanken gehen, ja. Aua. Halt! Nicht so schnell! Und fahr!
Wenn ich jetzt so unterwegs eine Tankstelle finde, dann werde ich ja mal tanken gehen, ne? Nicht, dass du dich jetzt aufregst. Nur schon mal so zum Vorwarnen. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen da rum. Na, jetzt muss ich lang die Schlange, oder? Ach, scheiß drauf. Wird schon nichts passieren. Bist du farbenblind? Die war rot. Ja und? Mein Dach ist auch rot. Soll mir das was sagen? Chakalaka, chakalaka. Ein sehr spannendes Lied, muss man ja sagen. Ja. Einmal voll machen, bitte. Namza! Na, bitte. Geht klar, Kumpel! Jo! Mach mal voll die Butze. Haben wir das doch mal gesehen. Sorry wegen dem Preis, aber der Sprit wird immer teurer. Ach, du, jetzt siehst du hier unten, geht die Tankanzeige jetzt voll. So, voll. Kann ich noch was für Sie tun? Danke. $3,46 Hammer! Für eine komplette Tankfüllung. Ach, waren das schöne Zeiten. Na gut, da hat man ja auch weniger verdient. Yeah, baby! Baby! Vor allem diese dünnen Reifen. Leute? Ich muss geradeaus. Gut, dann fahre ich geradeaus. Hier, kommt, ihr könnt mich warten. Ihr könnt mich alle mal jammern. Ich hab's eilig. Jetzt kann man sich auch vorstellen, was das bedeutet hat, $300 zu verdienen, oder? Das ist wie heutzutage, weiß ich nicht, 5000. Ungefähr im Vergleich. Ja, könnt ihr hinkommen. Na, sagen wir 10.000. Rind. Hat man so schwer gesehen gerade. Hey Steve. Hey. Na? Hey Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey Joe, ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Mit Spielzeug. Na damit. Aha. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Kriegen wir hoch was? Macht mit oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Bitte. Ich möchte auch Spielzeug haben. Das macht Spaß. Ja. Ja! Ist aber schnell alle. Macht das echt Spaß. So, der Stuhl gehört mir. Okay, das reicht. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich hab Molotow-Cocktails im Kofferraum. Holt sie und schmeißt sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Ah!
wird Ihnen Lehre sein. Wow. Ja. Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Okay. Steigt ein, Jungs. Wir treffen Kamera? Euch zwei am Haupttor. Ja. Yeah. Ich nehme meine schöne Karre mit. Rumdelumdelumdelum. So, haben wir schon mal schön aufgeräumt hier, wa? Jetzt gibt's, glaube ich, ein paar aufs Fressbrett. Soll man jedenfalls. Laut Anweisung. Wo sind die schon hin? Was fährt der? Ist er geflogen? Ich fahr schön langsam. Vielleicht, wenn wir hinkommen, ist alles schon vorbei, wisst ihr. Muss man sich nicht unbedingt die Finger dreckig machen. Ach, wir sind schon da. Das sieht nicht so aus, als ob wir hier ohne Knifte und sowas. Nehmt's mir nicht übel. Nur mit Basie? Hey, was habt ihr hier zu tun? Knack. Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Knack. Knackernack. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Das ist doch der, den wir erschossen haben, oder? Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Feuer! Verflucht, Knallina. Ach, schöne Autos. Ach, schöne Autos. Oh, 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 oh. Gib mir Deckung, Vito. Oh, ich brauch selber Deckung. Du hast dich erwischt. Okay, Showtime, Vito. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Wo sind sie denn? Es ist vorbei, Mist, Kerl. Gib mir Deckung, Blödmann. Schöne Autos hier. Los, los jetzt. Von hinten. Zack, zack. Komm vor. Fick dich. Ein Schuss, ein Treffer. Mal ein bisschen vorkämpfen hier. Nicht der Rede. Hört doch mal auf, euch zu bewegen. Guck. Oh. Ja, sicher. Du wolltest mich doch ärgern. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Ich mich auch. Gib dir Feuerschutz, beweg dich! Jetzt gibt's euch an den Krieg für zwei! Das ist alles? Dann blüht dir was! Ja, das ist meiner. Hat hier irgendwer irgendwo irgendwen gesehen? Sick. Gib mir Deckung! Gleich ist das zu Ende! Gut, Victor, los geht's! Schreib eine Karte aus dem Jenseits! Los, Victor, los geht's! Ho! Oh, wieder gut, mal einer abgekratzt! Ich krieg dich, du Dreckskerl! Los, los, ich geb dir Feuerschutz! Bin wieder da! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Gut, der auch weg und Attacke vor. Was zum Lutschen, Wichser! Oh, shit! Schleich dich von hinten an! Los, los, los! Bist du okay? Nö, ist nur ein Streifschuss. Mhm. Komm vor! Mehr kannst du nicht! Der ist weg. Immer drei Treffer sind die weg. Da hinten, da... Die Karre da hinten ist an. Okay. Warum weiß ich nicht? Herr Flug, du sollst mir Deckung geben! So, damit die nicht wegfahren können.